Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Wir sind bereit und ich bin sicher, Sie daheim sind es auch. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Ein tolles Spiel. Anstoß durch die Bayern. Die Partie läuft. Er nimmt ihm den Ball ab. Die Gelegenheit für die Flanke. Der Ball kommt. Vielleicht die Führung jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Jetzt Lewandowski. Gnabry. Sie verlieren hier den Ball. Könnte was werden. Guter Pass. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Gnabry. Jetzt Robert Lewandowski. Chance zur Führung. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Jetzt liegen die Bayern vorne. Da setzt er sich gut durch. Das macht er sehr gut. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gute Aktion. Der Ball ist weg. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Gut gespielt. Jetzt kommt der Schuss. Neuer macht zu, ganz sicher verhindert er da den Treffer aus kurzer Distanz. Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Gnabry. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Müller, klasse. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit zwei Treffern in Führung. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Zweikampf hier von Joshua Kimmich. Viel Übersicht bei diesem Pass. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt haben sie den Ball verloren.
Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Und jetzt dieser tolle Steilpass. Da hat er durchaus Optionen. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Thomas Müller, wie so oft, mit einer klasse Partie. Er macht das stark bisher, bietet sich immer wieder an und bekommt die Bälle auch. Und vorne hat er ja eben ein Tor vorbereitet. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Einwurf, der Ball war draußen. Lässt sich da weit zurückfallen, ganz energisch jetzt. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Da ist Platz für den Konter. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Guck mal. Und da haben sie den Ball. Gute Aktion. Klasse, wie er da hingeht. Die Bayern im Vorwärtsgang. Goretzka. Oh, viel Platz jetzt. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Tolle Parade. Und da dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Ja, könnte was werden. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Der Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Jetzt Thomas Müller. Und jetzt die Bayern. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Schön dazwischen gegangen. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Was macht er draus? Klasse Tackling. Gnabry. Jetzt nochmal die Bayern. Thomas Müller. Gefährlich jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Alphonso Davies. Die Bayern über die Seite jetzt.
Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Verteidigt da den Ballbesitz. Gefährlich! Da muss er aufpassen. Chance zum Konter jetzt. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Da bedankt sich die Abwehr. Die Konterchance ist erstmal vertan. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. Klare Niederlage also am Ende. Da hat dann doch eine Menge gefehlt. Defensiv war man heute viel zu nachlässig, zu unaufmerksam. Und da gibt es einiges zu besprechen. Da sind wir ganz ehrlich. Dieses Resultat heute, das war vermeidbar. Und aus diesem Auftritt müssen sie lernen. Sie müssen zulegen.